willkommen zu unserem neuen Video. Jetzt sind wir wieder zu dritt am Start. Wieder eine Skitour, wieder in Hochfügen. Heute ist Sonntag. Wieder Neuschnee. Ja, 10:30 oder so. Und es geht von den Leuten her, aber trotzdem würde ich sagen. Also der Parkplatz ist natürlich schon relativ voll, aber es ist jetzt auch nicht komplett überlaufen. Und ja, Uhrzeit. Tatsächlich ziemlich genau 10:30. Ja, man muss aber sagen, die Clubs sind auf jeden Fall trainieren. Also die Mannschaftsbusse, was du siehst, die sind bei den Rennteams, also ungefähr die Hälfte, die zu und her sind. Es ist jetzt wieder mehr Trend geworden, das Tourengehen, haben wir gemerkt. Das hat sich zeitlang, letztes Jahr war es gar nicht so im Trend, dieses Jahr wieder mehr. Gell? Und ist schon cool. Also finde ich nett, dass die Leute im Winter mehr bewegen. Gerade bei so viel Kekse bloß wie ich, habe ich gestern nachts. Freut sich direkt auf Meter gehen halt. Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr euch erklären könnt, woher dieser Trend heuer plötzlich kommt. Ja, warum ist Tourengehen dieses Jahr so im Trend? Gerne unten in die Kommentare. Der Martin vermisst schon die typischen Szenarien, wie sie sonst an den Gondeln stattfinden. Ja, total verhängt. So, jetzt geht's wieder. Ah. Als Ex-Skifahrer, Tourengeh-Profi zukünftiger, haben wir schon. Ja, definitiv. Den schwierigsten Teil haben wir geschafft, auffällen und gut. Ja. Gibt es nicht mehr durch die Ja, wir sind auch fast oben quasi. Naja. Ja, aber was ist das bitte für ein Wetter? Schaut mal, wir sind im kompletten Schneetreiben mit dem Auto zum Parkplatz und jetzt ist es einfach nur noch warm. Jetzt haben verschiedene Dogos zusammengeschnetzt. Ja, die Palmen sind von einem anderen Tag. Das war geil, dazwischen sind so Samples drin, weißt du. Also es ist schon Winterlandschaft. Ja klar sind wir zufrieden, aber es ist plötzlich echt warm. Und gestern beim Radlfahren wären wir schier erfroren. Da steht einer die Welt. Jetzt sind wir off-pist. Sieht auf jeden Fall idyllischer aus. Ist aber quasi dasselbe in grün, nur eben in schöner. Wir degradieren noch zu echten Frühlein-Faulis. So, die Schnaufe und das Blas ist nicht der Wind. Das sind die zwei Mädels da, die kämpfen sich auf. Und recht idyllisch da, oder? Habt ihr schon Osterhasen gesehen? Ah, jetzt kriegen wir jetzt erst Weihnachten. Wir warten auf Christkind. Ja, das fährt dieses Jahr aus. Außer es wohnt den gemeinsamen Haushalt. Earn your turn heißt es heute mal wieder. Zwei Wochen noch. Und da wir nicht nur hinfahren. Ich bin vor der Petra ein großes Vorbild, weil die ist jetzt auch mit dem Tanktop am Weg. Es ist echt crazy, es ist wirklich Lost Place Skitouren gehen. Und einfach alles zu. Und da Interbike, wo es am Pfaffenbiche aufgeht. Also, so in der Finger, das ist da hinten. Da sind sie beim Trainieren. Skifahrer und Rennfahrer. Und der Renterbike. Das mag ich ganz gern. Da kannst du echt zig Varianten nachfahren. Das ist eine coole Sache. Und der Aufstieg ablauf, ist schon Knopf und der Aufstieg ist 60. Wörtlicher Spur schon gelegt, locker Joker, raus, mehr auf. So, da kommt er jetzt auch daher. Heute hat er uns ja mal ein bisschen gefilmt. Schau mal, was er alles erzählt hat. Ja. Nichts Scheiß vermutlich. Ah, sicher. Grinch-Geschichten. Geschichten aus der Gruft, hä? Ja. Grufti-Stories. Hoppala, bei dir eher weißblaue Geschichten. Ja, ja, jedem das sei. Ja, jetzt zieht es leider wieder ein bisschen zu. Eigentlich soll es nachmittags aber schöner werden. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. So, das gehört gefilmt. Habe ich gerade erfahren. Weil das ist Tirol. Oha. Switchbacks. Ah.
Klappen beim Radl aber fast besser. Hm? Naja, aber das ist eng beieinander. Switchback oder Backswitch. Ja. Oh, jetzt kriegen wir schon. Oh, gewaltig. Na, auf jeden Fall hat der Wetterbericht nicht ganz recht bis jetzt. Ah, jetzt schneit es wieder. Aber Schnee mögen wir ja auch. So, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weiter. Ups, noch Hand war drin. Aber so wie es seht, sieht man jetzt wieder gar nichts mehr. Da kommt der Nebel voll. Das Wetter ist halt echt komisch. Ja. War der Grinch die letzten Tage nicht so brav, oder? Ha? Ich hab's gestern nicht zusammengegessen. Ach so. Ja, wir haben Schneefall. Der verschaut Weihnachten sowieso. So, Zwischengipfel hätten wir erreicht. Aber das war es noch nicht ganz für uns. Es warten noch 300 weitere Freeride-Höhenmeter. So, das ist jetzt idyllischer. Diesmal ohne Spitzkerngemurkse. Die Querungen gehen einfach leichter. Aber die bringen einen halt auch nicht rauf. Jetzt kommt zwar wieder leicht die Sonne raus, aber es schneibelt immer noch. Aber da hinten, seht ihr, wird es wieder heller. Bald geschafft. Aber man sieht gar nichts mehr. Obwohl ich immer wieder kurz ein bisschen von außen komme. Aber die Sicht ist schon schlecht. Ja, ist schon da vorne. Jetzt haben wir es bald geschafft. Bald. Es wird immer heller, aber es schneit wieder. So, lala. Da sind wir. Zillertal Shuttle heißt das gute Ding. Und ja, für uns eine nette Unterstellmöglichkeit. Echt? Ja, ich habe vermutet, dass es zu ist, weil hinter der Wiki seht ihr schon Yellow Snow. Ja, aber die gestern war auch, ich habe letztes Mal keinen Wind, habe gesehen, dass ich war auch irgendwie nochmal bewandert. Na, dann probier mal nochmal. Ich glaube, das zu ist. Ja. Ja, die ist zu. Vermutlich haben es einige echt asslig hinterlassen. Wenn ich das nochmal tue, da habe ich die Scheiben durch. Aber einen Unterstellplatz haben wir, das ist mega. Handwerker hat es geregnet, wir haben es ganz spontan gemacht. Schlecht Wetterprogramm. 1000 Höhenmeter Bauer warten auf uns, ich glaube, kein Grund zum Jammern. So ist es. Ja. So, bei uns wird zum Teil gejauscht, ne? Zum Teil gesucht, was so alles drin ist in die Außensacke. Und zum Teil noch abgefällt. Da sind wir schon voraus, diesmal. Ja, das ist gut, das sieht rot aus. Das ist echt gut, ja. Das ist gut, dass das lieber wäre. Ja, das haben wir schon alle erwartet. So, jetzt bin ich gerade schon geschimpft worden, dass ich euch doch ein anständiges Panorama zeigen soll. Hier wäre es schöner. Jetzt reißt es nämlich gerade ein bisschen auf. Und ja klar, dementsprechend sieht man hier schon ein bisschen mehr. Aber die Welt, ehrlich betrachtet, trotzdem nicht. Kurzer Nachtrag, sonst schnurre ich mich immer durch. Heute teile ich mal was von meinem Zeug. Danke. Gar nicht wehen zu etwas. Mm-mm. Play.
nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Yeah. On a bad day, on a good day, I'm in the sunshine, I'm dancing with the waves. You will see me running, thinking I might be insane. I'll be the sunshine, keep me going strong. I just need my happy face to keep me moving on. Da sind wir wieder. Ja, willst du noch mal eine Zusammenfassung geben? Was der irgendwas. Hat? Wir haben alles gehabt. Wir haben Pulver gehabt, wir haben Pisten gehabt, Schnee, Windpressen, Schnee, Brucher, Haxenbrecher, nassen Schnee, Schneekanonen, Schnee, Storner, Erden, Wiesen. Sonne und Schneefall, Wind und kein Wind. Ja, das war echt ein erfüllender Tag so gesehen. Genau, schlecht Wetterprogramm. Das war in Ordnung. Genau. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.